Damit herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Herzlich willkommen. Der Electric Skateboard ist mit dabei. Der Timo. Ich grüße. Sergeant Bommel hat natürlich schon gewartet. Und ja, ich habe heute auch die Legacy Edition bekommen. Allerdings habe ich gesehen, ich habe mir, also dieses, der erste Teil, Metal Gear Solid, ist ja ein Download-Code, der gar nicht mit drauf ist. Und es ist keine HD. Fassung. Also es ist das ganze Mal, was wir gestern gespielt haben, nur halt auf Englisch, das ist der einzige Vorteil. Ich habe jetzt gedacht, eigentlich ist das, glaube ich, auf Deutsch schon noch ein bisschen alternd, also weiterspielen. Ich hatte mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das Ganze nochmal auf Englisch zu spielen. Wenn es tatsächlich HD gewesen wäre, hätte ich es nochmal gemacht. Weil man weiß, wie es geht. Geht's ja, glaube ich, relativ zügig, aber deswegen machen wir jetzt, oh, an der Stelle weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und wir haben ja wenn wir Ninja besiegen? Ich glaube, da habe ich auch aufgehört, oder? Ich glaube. Ah, cool. Ist ja doch. Das ist nicht schlecht. Genau, die Schlüsselkarten. Das ist ja noch. Ja, eigentlich auf dem Weg zu dem. Zu ja doch. Und ich glaube, als nächstes müsste dann. Schau mit dem an. Ja, als nächstes müsste eigentlich dann. Sniper Wolf. So, ich guck mal gerade noch, ob hier. War das mir nicht schrecklich? Mal heute vielleicht ein bisschen besser da durchkommen. Ich habe mir jetzt, glaube ich, ein bisschen Träume auf. Wunderschön, gut. Ja, guck mal, hier geht's schon direkt los. Karte ausrüsten. Warte mal, Stufe? Ja, da kann ich doch. Wo ich letztes Mal nicht reinkomme. Ja, gut, ich hatte keine Karte in der Hand. Ich weiß, was dafür. Wow, ich wollte gerade sagen. Wer weiß, was da für Stufenanforderungen waren, aber ich gehe trotzdem. Sentry Guns. Ah, denn. Ich glaube echt 90%. Ich glaube 90% des Spiels dann echt mit diesem Fullerton Raider oben. Könnte das auch switchen, das. Vollbild ist. Grafik. Warte mal, da war noch eine zweite. Ah, hier. Sehr gut. Ein paar Granaten. Geht sich das Ding ein? Da kann ich dann endlich ein. Ja, warte mal, wenn ich die Gasmaske aufsetze, regiert. Ne, ich verliere tatsächlich sogar immer noch was. Weniger. Mal ganz rum. Warte mal, ich gehe da oben raus. Die Kamera da schon. Das eine Sentry Gun meine ich. Schon mal weg. Ui. Ich glaube, ich sollte jetzt 10 Uhr nehmen, wenn ich vor der. Da unten war ich drin, das weiß ich noch. Da war nämlich die Gasmaske. So. Dann brauchen wir noch den ersten Raum. Da komme ich. Die ganze Zeit. Doch. Nein. Da war ich drin. Bleib noch hier.
Night Vision Go. Ich glaube, das Ding sieht total crap aus, aber vielleicht brauche ich das mal irgendwo. Ration. Bleibt er wieder in diesen Ecken hängen. Ja, ich find's. Also ich muss mir echt nochmal den Trailer angucken, weil ich meine eigentlich, dass sie da immer so eine aufgehübschte HD-Fassung gezeigt haben. Das finde ich schon ein bisschen schade, dass das jetzt weil man gar nicht mit dabei ist. Das ging einfach. Ich meine, keine Ahnung. Wenn du das mal in 20 Jahren oder so spielt, wer weiß, was dann ist, vielleicht gibt's dann. Ganz in erst. Wenn es nicht. Oder wenn es einer weiß. Wollen wir in B1? Ach ja, klar, wir müssen uns. Ah ja, stimmt. Wir müssen uns ja mit der. Auf dem. Also wir müssen die finden. Irgendwo lief. Hat er gesagt? Das war hier. Da finden. Und wir jetzt. Fünf, da brauche ich. Sechs sogar. Okay, dann warten wir mal. Aber irgendwann wird es da hingehen. Wenn Mikrofon hakt manchmal. So, probieren wir es mal so. Ich glaube, das liegt daran, ich habe einen neuen, wie das du sagst. Ich habe ein neues Mischpult, beziehungsweise ein virtuelles Mischpult. Und da ist, glaube ich, ein Noise Gate drauf. Und hier ist auch nochmal ein Noise Gate drauf. Und ich glaube, zwei sind dann doch nicht so sinnvoll. Ich glaube, ich muss auch tatsächlich einen Ticken lauter stellen mittlerweile. Ja, diese Technik. Wenn ich alles immer teste, ist tausendmal, ne? So, ich glaube, wenn ich das ein bisschen höher drehe. So richtig Unterschied macht es, glaube ich, nicht irgendwie derzeit. Kommt ihr, Alter, eigentlich? Nee. Bis jetzt nicht wirklich. So. Okay, ich glaube, jetzt ist es. Ich hoffe mal, dass es geht. Ah, mein Gott. Sagen wir mal bitte, ob es besser ist. Also, der Ausschlag ist noch nicht ganz so. Ja, jetzt ist es ein bisschen lauter auf jeden Fall. Müssen wir mal nochmal angucken. Wow. Hoffentlich ist sie das. Ah ja, sie kommt in meine Richtung auf jeden Fall. Zweite Mal, dass es mir gelingt, den legendären Solid Snake zu stellen. Sie sind Meryl. Sie könnten sich unmöglich lange als Mann ausgeben. Was soll das heißen? Hey, Männer sind hier nicht erlaubt. Ich wusste nicht, dass Sie so feminin sind. Das ist wohl nicht der Zeitpunkt, mich anzumachen. Überhaupt, es ist umsonst. Bei meinem Eintritt wurde mein Interesse an Männern durch Psychotherapie zerstört. Derselbe kluge Mund. Sie sind Meryl. Kein Zweifel. Verletzt? Noch nicht. War ja als Genomsoldat verkleidet. Warum nicht mehr? Sie hätten es einfacher als einer von denen verkleidet. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstellen. Um ehrlich zu sein, die Uniform roch nach Blut. Was bedeutet das Zeichen? Hä? Dieses? Nicht echt. Nur aufgemalt. Ich war schon immer ein Foxhound-Fan. Mit Leuten wie Ihnen und meinem Onkel dabei.
Damals gab es noch keine Gentherapie. Ihr wart echte Helden. Im Krieg gibt es keine Helden. All die Helden, die ich kannte, sind entweder tot oder im Knast. Sie sind doch ein Held, Snake, oder nicht? Ich erledige bloß meine Arbeit. Töten. Für einen Söldner gibt es weder Sieg noch Niederlage. Im Krieg gewinnt nur das Volk. Richtig. Und Sie kämpfen ja fürs Volk. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich habe keine Vision und keine Ziele. Ach, kommen Sie. Nur wenn ich im Kampf dem Toten komme, dann fühle ich mich richtig lebendig. Sie fühlen sich lebendig, wenn andere sterben, hm? Sie lieben den Krieg und wollen nicht, dass er je endet. War das schon immer bei großen Soldaten so? Wieso haben Sie mich nicht kontaktiert? Mein Codec war kaputt. Wirklich? Reicht Ihnen nicht, dass wir uns so getroffen haben? Egal, wie haben Sie mich denn erkannt? Eine Dame vergesse ich nie. Ich wusste es, Sie haben was für mich übrig. Ja, ich habe was für Ihren Hintern übrig. Hintern? So, erst die Augen, dann der Hintern. Und als nächstes? Auf dem Schlachtfeld fragt man nie, was kommt als nächstes. Also Snake, wie laufen die Verhandlungen? Kein Fortschritt. Dann hängt alles an Ihnen, hm? Jemand muss den Abschuss einer Atomrakete verhindern. Zwei Möglichkeiten. Wir zerstören Metal Gear, oder... Wir deaktivieren den Sprengcode. Haben Sie die Schlüssel von Baker? Die Schlüssel? Diesen hier? Wo sind die anderen? Es sollten drei sein. Ich habe nur den. Wo sind die beiden anderen? Keine Ahnung. Aber wenn wir sie nicht finden, bleibt uns nur die Zerstörung von Metal Gear. Metal Gear ist in einer unterirdischen Wartungsbasis im Norden. Nehmen Sie mich mit, ich kenne die Basis besser als Sie. Sie behindern mich nur. Sie haben nicht genug Kampferfahrung. Ich behindere Sie nicht, das verspreche ich. Und wenn doch? Dann können Sie mich erschießen. Ich verschwende keine Kugel. Die Antwort ist auch so geil, oder? Ich verschwende keine Kugel. Ich bin vorsichtig. Wissen Sie, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich schaue mich kaum im Spiegel an. Ich mochte solche Frauen noch nie. Ich wollte schon als Kind Soldatin werden. Aber ich hatte mich geirrt. Es war kein richtiger Traum. Mein Vater. Er fiel im Kampf, als ich noch jung war. Sie wollten also dem Vorbild Ihres Vaters folgen? Eigentlich nicht. Ich dachte, als Soldatin könnte ich ihn besser verstehen. Sind Sie schon eine Soldatin? Ich dachte schon, bis heute. Aber jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich hatte Angst, mich selber anzusehen. Angst davor, über mein Leben selber zu entscheiden. Ich werde mich nicht mehr selber belügen. Es wird Zeit, dass ich mich selber unter die Lupe nehme. Ich will wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich will wissen, warum ich bis heute so gelebt habe. Ich muss es einfach wissen. Sehen Sie sich gut an. Das ist für eine Weile Ihre letzte Chance. Und waschen Sie sich Ihr Gesicht. Ja. Das ist keine Trainingsübung. Unser Leben steht auf dem Spiel. Es gibt keine Helden und Heldinnen. Wer verliert, wird Würmer Fraß. Ja. Funktioniert die Famas? Ich habe keine Munition mehr. Wo haben Sie die Desert Eagle her? Fand sie im Waffenlager. Eine 50er Action Express. Da war auch eine Socom-Pistole, aber ich wählte diese. Und ich krieg, was übrig bleibt. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Ich kann damit umgehen. Nehmen Sie meine 45er. Hören Sie, ich habe so eine Pistole schon mit 8 Jahren gehabt. Ich bin damit vertrauter als mit einem BH. Wenn wir nach Norden wollen, müssen wir durch das Zimmer des Commanders auf diesem Flur. Der Landweg ist durch Gletscher blockiert. Die Tür hat Sicherheitsstufe 5. Diese Karte öffnet sie. Sie befand sich in der Tasche der Uniform, die ich anhatte. Sieht so aus, als hätte der Soldat was Wichtiges bewachen müssen. Oh, jetzt wird's witzig. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Unser Psycho-Ment ist an. Der wird bestimmt auch ein paar Mal wegmachen. Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay? Also wenn hier keine Wachen sind, dann kann ich natürlich unten gerade noch das ganze Zeug mitnehmen. Wie gesagt, ich glaube hier, warte mal. Irgendwo lag hier drunter irgendwas auch noch. Achso. Dreht er sich? Ja. Dann
nicht. Vielleicht vertue ich mich auch. Hä? Ah, guck. Da war das wahrscheinlich dann. Okay. Stimmt, die hat ja selber eine Lebensanzeige. Oh, das mag ich immer gar nicht, ne? Ich die beschützen muss sozusagen. Der ist voll. Das nehmen wir noch. Alles looten hier. Wer weiß, wann ich hier nochmal hinkomme. Achso, das war der Raketenwerfer. Den haben wir sowieso. Da oben war ich auch. Warte mal, ich guck mal hier. Ah ja. Diazepam. Okay, für was war das genau? Diazepam. Beruhigungsmittel. Für eine kurzzeitig ungewolltes Zittern. Ah, okay. Ist wahrscheinlich zum Snipen ganz gut. Wow, Stufe 6, okay. Und eine neue Box. Stimmt, die habe ich vorhin, die habe ich damals auch eingesammelt. Irgendwo am Anfang. Genau, hier. Die habe ich gar nicht benutzt. Das war die vom Hubschrauberlandeplatz tatsächlich. Also, gerade. So, dann gucken wir mal, was der Junge so kann hier. Mein Leben ist total im Arsch und ich habe eine Ration. Ist das dein Ernst? Ist ja schon wieder ein guter Start, würde ich sagen, für den Bossfight. Achso, dachte, es kommt irgendwas. Ich warte, weil sie vorrennt. Mein Kopf! Ah, das tut weh! Was ist los? Stimmt, ich muss sie schlagen, ne? Bleiben Sie weg, Snake! Weil sie mich angreift. Ah. Ich muss den Controller wieder switchen. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Okay. Gehen wir. Die Stimme schon so. Psycho-Mantis, sag ich mal gerade. Also auch ein cooler Charakter. Los, Mr. Foxhound. Der Commander wartet. Ich weiß nicht, dass hier auch diese ganzen Bilder und sowas alles nachher rumfliegt. Okay. Die Spiegelung im Boden und sowas, ne, das muss alles, also finde ich schon ziemlich aufwendig für die Zeit damals. Ich weiß nicht, ob das viele Spieler hatten, ich glaube fast nicht. Okay, Alte. Snake, na? Sie begehren mich doch, oder? Was zum... Gefalle ich Ihnen? Umarme mich. Was ist denn nun los? Komm schon! Lass uns Liebe machen! Snake, ich will dich! Wer ist das? Hä? Magst du keine Mädchen? Wer ruft an jetzt? Immer in solchen Stresssituationen. Snake, Meryl ist nicht sich selbst. Nicht schießen! Es ist Psycho Mantis. Er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Nicht schießen! Machen Sie sie bewusstlos! Okay. Nein. Oh Gott, damit. Snake. Ich verstanden. X und Kreis, ne? Diese zwei Tasten. Ah, ja, schön, die alte hier war cool. Optische Tarnung, hä? Huh? Ich hoffe, das ist nicht ihr einziger Trick. Nur werfen, dass sie den ganzen... Ah, okay. Macht das was? Jetzt werde ich dir mal zeigen, warum ich der mächtigste Anwender der Psychokinesis und Telepathie auf der Welt bin. Nein, wir brauchen keine Worte, Snake. Ich bin Psycho Mantis. Richtig, das ist kein Trick, es ist Macht. Nutzlos, ich sagte es schon, ich kann deine Gedanken lesen.
Da gucken wir uns jetzt an. Er liest ja dann die Memory Card, ne? Oder nein, vielleicht deine Vergangenheit. Du bist unvorsichtig. Was? Und noch dazu ein schlechter Kämpfer. Du bist aber gut mit Fallen. Du glaubst mir nicht. Ich werde mir mehr Mühe. Ich weiß halt, dass er auch irgendwie so Spielstände oder sowas auslesen kann von anderen Spielen, glaube ich. Oder konnte halt damals. Siehst du? Genau. Keine gespeicherten Spiele. Ein völlig leerer Speicher. Das ist so gut. Du speicherst nicht so oft. Du bist eher ein Draufgänger. Ich lese dich wie ein Buch. Glaubst du mir immer noch nicht? Ich zeige dir meine Macht. Lege den Controller auf den Boden. Ja, stimmt. Der vibriert das Ding auch noch, ne? So. Schade, dass der kein. Ich glaube, der normale PlayStation-Dings, die erste Version hatte ja keine Vibration. Weil der Rumble damals nicht mehr so das. Wie haben sie es genannt? Rumble ist in der Next Gen nicht mehr so aktuell. Weil er, glaube ich, irgendwie Lizenzprobleme hatte oder so. Total bescheuert. Was sagst du nun? Spürst du jetzt meine Macht? Die Vorführung ist vorbei. So, das ist auch so geil, Hideo. Controller Settings, dann switchen wir auf Control 2, weil sonst erkennt er ja jede meiner Bewegungen. Ist eigentlich auch eine geile Idee. So. Okay, geht. Hä? Achso, warte mal, habe ich jetzt keine. Achso, Digitalmod habe ich hier. Ach ja, genau, hier, das meinte ich. Das Mikro, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Oh, warte, das sollte auch was tun. Kann ich eigentlich aus der First-Person-Sicht schießen? Ich glaube nicht, oder? Warte mal, ich bin. Nein. Ah, okay, wenn ich mich hinlege, kann ich nicht getroffen werden davon. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kann ich ihn denn dann treffen? Wollen wir die Farmers nehmen? Vielleicht machen die mehr Damage. Ja, und ich muss echt irgendwie mehr ausweichen. Das ist so fies, ne? Geht das wieder weg eigentlich? Ja, okay. Vor allem, wie geil das auch ist halt, ne? Diese Anspielung auf Video. Das ist ja so dieses typische Fernsehding damals halt auch gewesen, wo du den Kanal oder so gewechselt hast. Die Generation zu finden. Doch, ne? Oder? Das ist doch eine. Ja. Natürlich. Oh, da kommst du auch nicht weg. Leg dich hin. Ging zurück. Oh, noch. Ich glaube, die brauche ich tatsächlich gar nicht. Safe. Wow. Oh. Oh. Wieso kann ich deine Gedanken nicht lesen? Weil ich auch Controller 2 spiele, Junge. Achso. Warte, hier ist gesagt, nur werfen, ne? Ja.
Ja klar! Wer geht denn das? Guter Tipp. Wahrscheinlich hätte sie sonst nicht K.O. also richtig stark, kaputt gemacht. Aber ich kenne deine schwache Stelle. Meryl, bleiben Sie genau dort stehen, wo er Sie sehen kann und erschießen Sie sich. Nein, Meryl. Nein, unmöglich. Nein. Was ist er jetzt? Warte mal, kann ich die Chefdinger benutzen? Ist sein Anzug da nicht eigentlich? Ja. Okay, ich habe glaube ich schon meine. Ja, schon benutzt. Cool. Ration. Ich muss ihn vorher treffen oder vorher sehen. Oh, Mann, zu spät. Wenn er dann da ist, ist schon zu spät. Okay, vamos. Kannst du das hier mal links ist? Das nicht hin, mich so schnell zu ducken. Okay, dann warten wir mal lieber kurz. Hä? Okay, ich kann hier keine First-Person an sich machen. Matt, stop. Okay. Die Stühle wieder, ne? Die sind am gemeinsten irgendwie. Oh, einmal noch, oder? Bam, Junge, in your face. Wie er wegfliegt. Okay. Wo ist das so? Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nach Mantis Tod wird wohl Merrills Gehirnwäsche abflauen, nicht, Naomi? Ja, aber... Weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil Sie sie mögen? Ich kann eine Frau nicht einfach sterben lassen. Soll sie sich erschießen einfach, oder was? Seit wann kümmert sie der Tod anderer? Sehr gut, Sergeant Bommel ist zufrieden. Das ist Naomi, das ist gut. Stimmt. Snake hat ich habe mich versucht, echt nicht so blöd anzustellen, diesmal, dass sie tausendmal das gleiche machen. Aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Aber was ist das für eine Frage? Wieso haben sie denn die gerettet? Warum? Haben sie ihn einfach sterben lassen? So. Ich konnte nicht in die Zukunft sehen. Ein starker Mann muss seine Zukunft nicht sehen. Er macht sie selber. Vielleicht. Aber ich sehe deine Zukunft. Um zu Metal Gear im unterirdischen Hangar zu kommen, musst du durch die Geheimtür, die dort hinter dem Bücherregal versteckt ist. Der Landweg ist durch gefrorene Gletscher blockiert. Du musst zum Sendeturm gehen. Von dort folge dem Fußweg am Turm. Warum erzählen Sie mir das? Ich kann Gedanken lesen. In meinem Leben habe ich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Tausenden gelesen. Ekelhaft. Und jedes Wesen, in das ich schaute, war von einem einzigen Ziel besessen. Das selbstsüchtige und atavistische Verlangen zur Fortpflanzung. Mir wurde davon schlecht. Jedes kleinste Ding auf diesem Planeten existiert bloß zur kopflosen Weitergabe seiner Gene. So sind wir programmiert.
Und darum gibt es Krieg. Aber du bist anders. Du bist wie ich. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Wir leben nur für den Augenblick. Das ist unsere Bestimmung. Menschen machen sich gegenseitig nicht glücklich. Von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist es unser Schicksal, uns gegenseitig nichts als Elend und Leiden zu bringen. Der Erste, in dessen Gedanken ich tauchte, war mein Vater. Ich sah in seinem Herzen nichts als Hass und Abscheu für mich. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Und dafür hasste er mich. Ich dachte, er würde mich umbringen. So starb meine Zukunft. Und meine Vergangenheit verlor ich auch. Als ich erwachte, war das ganze Dorf in Flammen. Sie haben ihr Dorf niedergebrannt, um ihre Vergangenheit auszulöschen. Du hast dasselbe traumatische Erlebnis erlitten wie ich. Wir sind uns fürwahr gleich, du und ich. Die Welt ist interessanter, solange sie Leute wie dich aufweist. Ich war nie für die Revolution vom Boss. Seine Weltmachtfantasien interessieren mich nicht. Ich wollte einfach so viele Menschen wie möglich töten. Sie Monster! Lassen Sie ihn. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich habe das Böse gesehen. Du, Snake. Du bist wie der Boss. Nein, schlimmer noch. Verglichen mit dir bin ich fast harmlos. Ich lese auch ihre Gedanken. Merrills? Dort sah ich dich. Du hast einen schönen Platz in ihrem Herzen. Einen schönen Platz? Ja, einen schönen Platz. Aber ich weiß nicht, ob eure Zukunft eine gemeinsame ist. Eine letzte Bitte. Was ist es? Meine Maske. Setz sie mir auf. Okay. So werde ich mit den Gedanken anderer Leute bombardiert. Bevor ich sterbe, möchte ich alleine sein. Ich will in meiner Welt alleine sein. Ich öffne euch die Tür. Geht da lang, wenn ihr eure Zukunft finden wollt. Das erste Mal, dass ich jemandem mit meinen Kräften helfe. Seltsam. Fühlt sich nicht schlecht an. Kommen Sie, Meryl. Tut mir leid. Meryl. Wie konnte ich Mantis meine Gedanken so kontrollieren lassen? Wenn Sie an sich zweifeln, lasse ich Sie hier. Sie haben recht. Nie an sich selbst zweifeln, werden Sie davon stärker. Lernen Sie daraus. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich tue es nicht wieder. Snake, darf ich Sie was fragen? Was? Was Mantis gesagt hat. Ich habe mich gefragt... Was? Wo liegt jetzt das Problem? Ach nein, es ist nichts. Sagen Sie, Snake... Das Problem, um den heißen Brei rumreden. Wie ist denn eigentlich Ihr... richtiger Name? Ein Name bedeutet nichts im Kampf. Wie alt sind Sie? Alt genug, um den Tod gesehen zu haben. Familie? Nein, ich wurde von vielen Leuten erzogen. Gibt es jemanden, den Sie mögen? Das Leben anderer Leute interessiert mich nicht.
Dann sind sie also allein, wie Mantis sagte. Andere Leute komplizieren das Leben. Ich lass mich nicht gern ein. Ein trauriger, einsamer Mann. Los, gehen wir. Ja, guck mal, hat auch gut geklappt. Ich nenne dich mal Marvin. Ich weiß nicht genau, wie man, was dein Name ist. Aber hast du Memory Card rausnehmen? Ich spiele halt auf der PS3, von daher mit Memory Card rausnehmen ist da nicht so viel. Also ich muss wieder den Controller einwechseln.